Ja, merhaba, servus und herzlich willkommen zur Pressekonferenz aus dem Şükrü Saracoğlu Stadion in Istanbul. Die Austria gastiert hier am Donnerstag um 20 Uhr Ortszeit, 19 Uhr österreichischer Zeit bei Fenerbahçe. Ja, das Hinspiel in Wien Favoriten endete für die Austria mit einer 0:2 Niederlage. Ich freue mich jetzt neben mir auf dem Podium unseren Trainer Manfred Schmidt, unseren Mittelfeldspieler Manfred Fischer und unsere Dolmetscherin für heute Cansin begrüßen zu dürfen. Sie wird dann die Fragen der Journalisten und die Antworten der beiden ins Türkische übersetzen für die türkischen Medienvertreter, die vor Ort sind. Manfred Schmidt, zuerst an dich die Frage. 0:2, eben das Hinspiel in Wien. Was sind jetzt deine Erwartungen für das Rückspiel hier? Bitte zuerst die Übersetzung. Öncelikle burada bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. 2-0'lık bir mağlubiyetten sonra buraya antrenörümüzün fikrini almaya geldik. Şu an sorumuzu size yöneltiyorum. 2-0 mağlubiyetten sonra ne bekliyorsunuz yarınki oyundan? Möchte auch alle recht herzlich begrüßen. Natürlich, wenn du mit 0:2 nach Istanbul reist, gibt es nicht viele, die glauben, dass du eine Chance hast. Vielleicht ist gerade das unsere Chance. Ich gehe mit dem nicht mit, weil ich denke, auch wenn die Chance noch so klein ist, ist es eine Möglichkeit und die wollen wir vielleicht auch nützen. Vom Hinspiel habe ich keine neuen Erkenntnisse. Es ist immer noch so, dass wir gegen eine sehr starke internationale Mannschaft spielen, die sehr, sehr viel Qualität in ihren Reihen hat, viele Qualitätsspieler hat und wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe für uns. Danke, Manfred. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için tekrar çok teşekkür ederiz. 2-0'dan sonra galibiyetin bir mucize olduğunu düşünürsünüz ya da çoğu kişi düşünür. Ama belki de asıl şans bu düşüncedir. Yani herkes böyle düşünürse belki tam da bunu lehimize çevirebiliriz taktik olarak. Aynı zamanda Fenerbahçe çok kaliteli bir takım ama bizim de oyuncularımız çok kaliteli. Yani bu açıdan şansımız yani zor olsa da inanıyoruz açıkçası. Ja, danke Manfred. Manfred Fischer, auch an dich die Frage, wie ist so die Stimmung in der Kabine, wie war die Anreise und was sind deine Erwartungen an das Spiel? Manfred'e sorumuz, genel olarak oyuncuların arasındaki atmosfer nasıl, yani hissiyat olarak modları nasıl, oyuncuların genel hissiyatı ve beklentileri nasıl? Ja, von meiner Seite auch schönen guten Abend. Stimmung ist gut in der Mannschaft. Der Sieg am Wochenende hat uns sicher nochmal einen Push nach vorne gegeben. Beim letzten Spiel haben wir gesehen, dass wir nicht weit weg sind von Fenerbahçe. Natürlich die individuelle Qualität von ihnen ist sehr gut. Trotzdem sind wir hier, um in die Europa League zu kommen. Und morgen werden wir alles daran setzen, dass wir auch unser Ziel erreichen können. Öncelikle bizim takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Genel modumuz yüksek. Ayrıca hafta sonu kazandığımız maçtan dolayı moraller çok yüksek. Fenerbahçe'den çok da geri olduğumuzu düşünmüyoruz. Çok uzak sayılmayız onlara kalite olarak. UEFA'ya girebilmek için elimizden geleni yapacağız. Danke, jetzt bitte eure Fragen. Bitte zuerst die Fragen an unseren Spieler Manfred Fischer, damit er dann schon in der Kabine kann, um zum Abschlusstraining danach zu gehen. Şu an ilk sorularınızı oyuncumuz Manfred Fischer'e yöneltirseniz seviniriz ki kabine gidebilsin. Ja. Nezi Akşener, Bein Sports. Yani ilk maçta 2-0'lık bir mağlubiyet ve rakip Fenerbahçe'de çok gol bulan ve ligin favori takımlarından birine karşı da son maçta 4 gol bulmuş bir takım. Takımın inancı, yani şanslarını yüksek görüyor mu, bunu merak ediyorum. Fenerbahçe ist ein Team, was jetzt 2:0 gegen sie gewonnen hat und hat gleichzeitig auch im letzten Ligaspiel 4 Tore geschossen, also viele Tore diese Saison. Wie realistisch sehen Sie Ihre Chance, das Spiel zu gewinnen? Ja, Fußball ist alles möglich. Man hat schon oft gesehen, dass der kleinere Gegner gegen den größeren gewonnen hat und mit dem Credo werden wir auch morgen in das Spiel gehen. Natürlich ist die Ausgangssituation schwierig für uns, aber ich bin nicht oder wir sind nicht hergefahren, um einfach Istanbul anzuschauen und ein bisschen Spaß zu haben, sondern wir wollen morgen weiterkommen und unseren besten Fußball auf den Platz bringen. Futbolda her şey mümkündür. Tabii ki çok zor, şartlarımız çok zor ama biz buraya İstanbul'u görmeye, gezmeye gelmedik, sırf eğlenmeye gelmedik. Biz bütün şartları zorlamaya geldik.
elimizden geleni yapacağız, umutluyuz. Nächste Frage, gibt es noch eine Frage an Manfred Fischer? Manfred Fischer'e başka soru var mı? Bitte um ein kurzes Handzeichen. Elinizle işaret ederseniz. Danke. Danke, Manfred Fischer. Jetzt bitte um eure Fragen an Trainer Manfred Schmidt. Bitte wieder um ein kurzes Handzeichen. Şu an antrenörümüze yöneltebilirsiniz sorularınızı. Kısacık elinizle hareket yaparsanız. Ja, ja. Doruk Tücümer, TRT Spor. İlk maç 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Bu maçta da iki farklı Avusturya-Viyen üstünlüğü maçı uzatmaya götürecek. İki veya daha fazla farkla turu gruplara Avusturya-Viyen'in kalmasını sağlayacak. Ve genel olarak Avusturya-Viyen takımı beşli savunma oynayan bir takım. Yarın için daha farklı bir ofansif planları var mı, yoksa alışık olduğumuz bir Avusturya-Viyen göreceğiz? Teşekkür ederim. Nach einer 2-0-Niederlage braucht Wien einen torreichen Sieg. Normalerweise hat das Team ja die Verteidigung, die Fünferverteidigung. Planen Sie für dieses Spiel eine andere Taktik oder zum Beispiel, dass Sie ein bisschen aggressiver spielen, oder verbleiben Sie bei der Fünferverteidigungsmethode? Ich denke, in erster Linie wird es notwendig sein, so aufzutreten wie in Wien. Ich denke, dass wir in diesem Spiel als Mannschaft nicht weit entfernt waren. Wir haben dieses Spiel aufgrund individuellen Fehlern verloren, durch eine rote Karte, die nicht notwendig war, und vor allen Dingen dann ein Gegentor, das sehr leichtfertig vergeben wurde. Also von dem her ist es sicher notwendig, dass wir eine Top-Leistung bringen müssen. Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen. In welcher Systematik ich heute da oder morgen da antreten werde, das kann ich leider heute nicht sagen. Natürlich werden wir einige Dinge anpassen, was unser Spiel betrifft. Wir müssen natürlich einen Rückstand aufholen, aber es ist auch wichtig, dass wir nicht in den ersten Minuten das Spiel schon aus der Hand geben und dann keine Chance haben. Ich glaube, für uns ist es wichtig, schnellstmöglich ein Tor zu erzielen. Dann besteht immer die Möglichkeit, und so wie ich es vorher schon gesagt habe, ich bin jemand, der immer an die Chance glaubt, auch wenn sie noch so klein ist. Öncelikle çok fazla kalite farkı olduğunu düşünmüyorum performanslar arasında, yani Fenerbahçe ile Viyana arasında. Biz kişisel kendi yanlışlarımız yüzünden kaybettik. Ayrıca farklı faktörler de vardı. Mesela çok gerekli olmayan bir kırmızı kart verildi. Bu da şartlarımızı zorladı. Bunun dışında kendi sınırlarımızı zorlamaya geldik. Özellikle ilk dakikalar bizim için çok önemli. Çok erken, maçın erken dakikalarında golü bulmaya çalışacağız. Onun dışında çok fazla taktik vermek istemiyorum. Hani daha biraz da uyarlayacağız tabii ki oyun stilimizi. Ama şunu söyleyebilirim ki ilk dakikalar çok önem teşkil edecek yarınki maçta. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Stefan Öllerer von Önius. Morgen werden viele Istanbul-Fans die Mannschaft anfeiern. Wie rechnen Sie, wird Ihre Mannschaft darauf reagieren? Es ist doch für einige Spiele das erste Mal, dass Sie vor einer großen Kulisse spielen werden. Sizin takımınızın genel olarak bu kadar kalabalık bir taraftar grubunun karşısında oynadığını çok görülmüyor. Biraz daha küçük bir takım tribünlerde oynanılıyor genelde. Böyle büyük bir taraftar grubunun önünde oynamak nasıl bir his verecek sizin takımınıza? Es ist natürlich vollkommen richtig, dass viele meiner Spieler diese Atmosphäre oder so ein Stadion mit so einem fantastischen Fans nur aus dem TV kennen. Aber wir haben sie darauf vorbereitet. Es ist wichtig, dass wir das positiv für uns nutzen, das in eine Energie irgendwo in eine Energie richten, die uns genug Kraft gibt, um hier zu bestehen. Ich glaube, dass die Jungs sich brutal auf dieses Spiel freuen und dass sie da wirklich Großartiges mitnehmen können und ja, eine tolle Geschichte und es wird eine Riesenerfahrung für uns und wir werden alles reinwerfen. Haklısınız, böyle bir atmosferi, böyle bir stadı ve bu kalitedeki taraftarları sadece televizyondan bilir hani bizim takım, bu kalabalığın büyüklüğünü. Ama bu durumu kendi lehimize çevirmek istiyoruz. Yani bu taraftarların yaydığı enerjiyi kendi üstümüze çekmeye çalışacağız ve bu enerjiyle, bu gazla çok güzel oynayacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca oyuncular da çok hevesli bu konuda. Gibt es noch weitere Fragen? Daha başka sorular var mı?
Ja, hier nochmal. Nezih Akşener, Bein Sports. Fenerbahçe ligin son haftasında oynadığı Adana Demirspor'a karşı 4 gol buldu ve çok çok iyi bir takım vardı karşısında kadro kalitesi olarak. Hocamız o maçı takip etme fırsatını buldu mu? İlk maçta da topun hakimi Fenerbahçe'ydi. Bu maçta da buna benzer bir senaryo görür müyüz? Bei dem letzten Ligaspiel in der türkischen Liga hat Fenerbahçe 4 Tore gegen das Team Adana Demirspor geschossen. Meine erste Frage, hatten Sie die Chance, das Spiel sich anzugucken? Wie fanden Sie die Spielart, also den Stil von Fenerbahçe diesbezüglich? Natürlich haben wir die Möglichkeit gehabt, dieses Spiel zu sehen. Wir haben das auch auf Video gesehen, wir haben das genau analysiert. Aber es ist so, wie in allen anderen Spielen, Fenerbahçe ist eine Mannschaft, die einen klaren Spielstil hat, die eine klare Philosophie verfolgt. Man sieht die Handschrift des Trainers. Ich glaube, dass sie nicht großartig was verändert haben oder verändern werden. Sie spielen immer in derselben Formation eigentlich. Das Einzige, was ist, und das kann ich nicht voraussagen, ist einfach dieser Kader, den sie haben, mit sehr, sehr viel Qualität, wo sie immer wieder die Spieler durchwechseln. Also kann nicht hundertprozentig sagen, wer da morgen auflaufen wird, aber die Spielart und die Spielweise von Fenerbahçe wird sich nicht verändern. Tabii ki izleyebildim maçı. Hatta izledik, analiz ettik. Videodan da teker teker pozisyonlara da baktık. Şunu diyebilirim ki Fenerbahçe'nin çok net bir oyunu var. Yani genel olarak hep aynı formasyonda çıkıyorlar ve çok net çizgileri olan bir taktikleri var. Çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Tabii ki hani çok fazla oyuncu değişikliği olduğu için tam olarak hangi kadroda çıkarlar onda bir fikrimiz yok. Ama genel olarak formasyonda ve oyun şeklinde çok bir değişiklik beklemiyoruz. Die nächste Frage kommt von Martin Lang, Radio Wien. Und drei. Die Austria hat gegen Fenerbahçe nicht so viele Torchancen herausspielen können im Heimspiel. Jetzt weiß man, dass Fenerbahçe im Moment bei Heimspielen hier sehr gut in Form ist. Was nährt eigentlich den Glauben daran, dass man überhaupt zu Torchancen kommt oder in dieser Möglichkeit, um zu sagen, ein, zwei Tore oder eines schießen wir auf jeden Fall? Avusturya pek atak şansı bulamadı bu son maçta. Şimdi özellikle kendi evinde, yani Fenerbahçe'nin evinde oynanacağı maçta gol şansı ya da atak şansı bulabileceğinizi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız hani neden düşünüyorsunuz? In erster Linie glaube ich, dass es generell ein Spiel war mit wenig Torchancen. Und die Torchancen sind entstanden für Fenerbahçe auch aus Fehlern von uns. Wenn man das erste Gegentor hernimmt und dann das zweite ja sowieso. Aber ich glaube schon, dass wir die Qualität haben, auch nach vorne gut zu spielen. Wir haben im Spielaufbau sehr, sehr gut gespielt, waren technisch gut unterwegs, finde ich. Die Raumaufteilung war okay. Wir haben aber teilweise im letzten Drittel die Pässe nicht so gespielt, wie man das vorstelle. Nicht mit der Genauigkeit und nicht mit der Entschlossenheit in Richtung Tor. An dem haben wir gearbeitet und ich bin überzeugt, dass wir Spieler in unseren Reihen haben, auch von der Aufstellung her, dass wir gefährlich vor das Tor kommen können. Bence bu maçta genel olarak çok gol şansı yoktu. Yani iki takım için de çok fazla gol şansı yoktu. Fikrimce bizim hatalarımız Fenerbahçe'ye zaten o gol şanslarını verdi. Hani ilki zaten kesinlikle öyle. İkincide de ne olduğu hani bariz. Fenerbahçe'ye bu şansları veren biziz ama aynı zamanda maçın son 30 dakikasında çok fazla öne doğru pas atmadık. Bunun üzerine bir çalışmaya devam ediyoruz. Yani öne doğru pas atmak istiyoruz bundan sonra daha çok. Gibt es noch eine letzte Abschlussfrage? Ja, noch einmal Stefan Oellerer. Von der Wiener Austria erwartet man jetzt nicht unbedingt die Qualifikation in der Europa League, weil man hatte auch schon einen Erfolg, sollte man nur die Conference League Gruppenphase erreichen. Diese Außenseiterrolle, ist das vielleicht auch ein Vorteil für die Wiener Austria? Ich glaube, ich habe es... UEFA Ligi'nde hani şartları zorladınız, şartlar zor ama bu bir de konferans ligi var bunun yanında hani paralel olarak. Bu konu hakkında hani ne düşünüyorsunuz? Biraz daha oraya doğru mu yönelme stratejiniz var acaba? Glaube ich habe am Beginn dieser Pressekonferenz diese Frage eigentlich schon beantwortet, indem dass ich sage, dass nach diesem 0:2 und mit der Reise nach Istanbul uns niemand eine Chance zutraut. Und ich bin der Meinung, dass gerade das eine Chance für uns sein kann.
Bu basın toplantısının başında ben aslında bu soruyu cevaplamıştım. Kimse bize bir şans vermiyor ya da daha doğrusu kimse galibiyetimizi muhtemel bulmuyor. Biz de tam olarak bu şartları lehimize çevireceğiz. Yani kimsenin bize şans vermeyişinden şans çıkarmak istiyoruz kendimize. Ja, das ist ja ein schönes Schlusswort. Da sagen wir danke fürs Dabeisein an alle. Bei der Pressekonferenz für die Veilchen geht es jetzt gleich um 18 Uhr weiter hier mit dem Abschlusstraining im Stadion. Bis dahin, wir sagen danke und ciao, bis Donnerstag. Çok teşekkür ederiz. Buradan sonra son antrenmanla devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Herkes için çok teşekkürler.